Ihr hättet tot sein können. Das war ein furchtbarer Wurf. Was wollt ihr hier? Geht nach Hause! Nein, erstmal erklären Sie uns, was hier vorgeht. Ich kann es nicht erklären. Wir wurden fast gefressen. Von Frosty, dem Schneemann. Versuchen Sie es! Ist gut, hör zu! In meiner Jugend erschuf ich meine eigenen Freunde. Monster, Dämonen, um all diese Kinder zu terrorisieren, die sich über mich lustig machten. Und für mich wurden sie real. Dann eines Tages, da wurden meine Monster wirklich real. Meine Monster sind buchstäblich aus den Seiten gesprungen. Solange die Bücher verschlossen sind, sind wir sicher. Aber wenn man sie öffnet, tja, ihr habt gesehen, was dann passiert. Vorsicht da! Alles in Ordnung. Geht's allen gut? Gott, das kam mir wie aus dem Nichts. Geschrieben. Ach doch, jetzt erinnere ich mich. Schaffen Sie uns hier weg! Also der neue Nachbar. Ja, ich bin übrigens Zack. Ich bin Hannah. Hannah. Ich muss gehen. Hi, wir ziehen gerade ein. Gutes Gespräch. Er ist ein richtiger Teddybär. Nimm es nicht persönlich, er mag eigentlich niemanden. Ja. Hannah ist in Schwierigkeiten. Sie ist in dem Haus eingesperrt und ihr Vater ist ein Psychopath. Hat sie einen Freund? Oh, das sind Manuskripte für die Gänsehautbücher. Wieso sind die verschlossen? Nein, nicht davon! Macht bloß keine Geräusche. Der abscheuliche Schneemensch krabbelt aus einem Buch. Das passiert nicht einfach so! Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt gerade alle Monster freigelassen, die ich erschaffen habe! Was machen Sie da? Das ist der Werwolf aus den Fiebersümpfen. Der kann mich riechen. Nein, das bringt nichts. Ich muss mich verstecken. Man kann sie nur aufhalten, indem man sie zurück ins Buch saugt. Du hast die alle gelesen, oder? Ja, ja, ja. Wenn wir ihre Schwächen kennen, können wir sie alle fangen. Mir geht's gut. Geht mir immer noch gut. Was war das? Der unsichtbare Freund. Er ist so ein Scherzkeks. Schnell hier lang! Sind die freundlich? Oh. Nicht freundlich. Definitiv nicht freundlich.